Vor rund 25 Jahren erschien Trials of Mana für die 16-Bit-Konsole Super Famicom. Das galt allerdings nur für Japan, denn Square sparte sich leider eine Veröffentlichung im Westen. Nun wird das nachgeholt, und zwar in Form eines umfassenden Remakes. Wir nennen euch 5 Gründe, warum ihr das Action-Rollenspiel nicht verpassen solltet. Square Enix legte das Spiel nicht einfach nur mit 3D-Grafik und neuem Sound auf, sondern nahm eine umfassende Überarbeitung vor. Die Anpassungen an den Zeitgeist beinhalten unter anderem automatische Speicherpunkte und die Möglichkeit, im Kampf die Gegner anzuvisieren. Ebenso wurden viele Passagen erweitert oder anders gestaltet, darunter natürlich die komplett neuen Zwischensequenzen und eine Sprachausgabe. I'll break you like a dry noodle. Give it a try. I dare you. Kenner des Originals fühlen sich dennoch sofort heimisch, denn die Aufmachung der Gebiete, das Design der Gegner, das Kampfsystem und diverse Spielelemente lehnen sich sehr eng an den Klassiker an. Erneut wählt ihr aus 6 Charakteren die 3 Figuren aus, mit denen ihr das Abenteuer bestreiten wollt. Abhängig von dieser Zusammenstellung verändert sich auch der Ablauf der Geschichte. Die unbestritten schöne, aber inzwischen doch etwas überholte Pixeloptik des Originals hat ausgedient. Das Remake von Trials of Mana setzt vollständig auf 3D-Grafik. Kenner des Secret of Mana Remakes von 2018 erwartet jedoch keine einfache Kopie dieses Stils. Diesmal gibt es kräftigere Farben und ein Charakterdesign, das gewisse Ähnlichkeiten zu Dragon Quest aufweist. Dennoch schafft es Square Enix, für einen hohen Wiedererkennungswert zu sorgen. Figuren, Orte und Ablauf wurden weitgehend vom Klassiker übernommen. Somit erkennt ihr Städte und Charaktere auch in der 3. Dimension gleich wieder. Viele schöne Details und Eigenheiten des Originals wurden ebenfalls übernommen, beispielsweise die tanzenden Händler. Das Kampfsystem setzt auf unmittelbare Action anstelle von Rundenkämpfen. Ihr bewegt eure Heldin oder euren Helden durch die 3D-Gebiete wie Wälder und Höhlen, während eure beiden Partymitglieder automatisch folgen. Überall warten tierische und monströse Feinde, die ihr mit leichten und starken Angriffen bearbeitet. Dazu kommen aufgeladene Schläge und verschiedene Offensiv- und Defensivzauber, von denen im Spielverlauf immer neue hinzukommen. Flotte Action steht im Mittelpunkt, wenn eure dreiköpfige Party loslegt. Angreifen, Ausweichen und Heilen gehen locker von der Hand. Dank Schnellzugriff setzt ihr Items rasch ein und geht gleich darauf wieder in die Offensive. So spielt sich Trials of Mana schön direkt und zugänglich. Trotzdem müsst ihr nicht auf einen taktischen Einschlag verzichten. Mit jedem Levelaufstieg erhaltet ihr Lernpunkte, mit denen ihr eure Charaktere in Kategorien wie Angriff, Glück oder Ausdauer verbessern könnt. Dadurch erhalten sie bestimmte Talente und Fähigkeiten, mit denen ihr etwa einen starken Kämpfer oder fähigen Heiler erstellen könnt. Ihr legt für eure KI-Kollegen außerdem ein grundsätzliches Kampfverhalten fest, um ihre Aktionen besser auf eure abzustimmen. Es ist aber genauso möglich, jederzeit zwischen den 3 Kämpfern zu wechseln und sie dann aktiv zu steuern. Mit nur einem Knopfdruck springt ihr hin und her und könnt somit gezielt ihre Fähigkeiten und Attacken einsetzen. Mit neuen Waffen und Rüstungsteilen steigert ihr eure Werte zusätzlich. Sogar verschiedene Klassen gibt es, mit denen ihr eure Möglichkeiten stark verändern könnt. Das alles hört sich vielleicht kompliziert an, wird im Spiel aber schrittweise eingeführt und ist schnell verstanden. Trials of Mana folgte auf das legendäre Secret of Mana, das im Jahr 2018 schon neu aufgelegt wurde. Es ist jedoch keine Fortsetzung im klassischen Sinn, sondern erzählt eine eigene Geschichte mit neuen Protagonisten. Was beide Spiele jedoch eint, ist der Kampf gegen böse Mächte und die Rettung des mächtigen Mana-Baums. Und selbstverständlich darf auch das legendäre Mana-Schwert nicht fehlen. In Sachen Aufbau und Kampfsystem ist die Ähnlichkeit aber unverkennbar. Darum finden sich Kenner von Secret of Mana selbst dann bei Trials of Mana zurecht, wenn sie das 16-Bit-Original nie gespielt haben. Für Einsteiger und Freunde klassisch aufgemachter Action-Rollenspiele ist es dagegen die ideale Gelegenheit, endlich in die Mana-Welt einzutauchen. Ab dem 24. April ist Trials of Mana für die PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC erhältlich.